Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mitrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Schatten erzeugen könnt, entweder bei einer Schrift, zum Beispiel bei der H1 Überschrift oder dieser H2 Überschrift oder auch bei Buttons, wie man es hier sieht. Und hier unten ist sogar ein Button, wo sich dann der Schatten ändert, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Im letzten Video ging es darum, mit CSS die Buttons zu verändern vom Affiliate-Theme. Und heute gehen wir ein bisschen weiter in die Design-Richtung und möchten jetzt sogar noch Schatten drüber legen. Als erstes beginnen wir mit den einfacheren und wie ich überhaupt so einen Schatten erzeuge, zum Beispiel beim Text. Ich habe euch was vorbereitet, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und das Ganze sieht ungefähr so aus. Hier oben sind wieder die einzelnen Buttons, wie ihr die ansprechen könnt, und hier unten ist dann das für die Texte, wie ihr die verändern könnt. Und in der Mitte nochmal die Funktion. Wir beginnen mal mit den Texten. Hier habe ich einmal die H1, H2, H3 und H4. So werden die Überschriften angesprochen, im Gegensatz zu hier oben ohne Punkt, und so kann man das Ganze dann ändern. Hier wird dann die Funktion aufgerufen, dass der Text einen Schatten bekommt, und hier wird dann angegeben, wie groß der Ganze ist, beziehungsweise erstmal in was für eine Richtung. Das ist die horizontale, also von links nach rechts. Der zweite Wert ist die vertikale, von oben nach unten, und der dritte Wert die Größe. Wenn da ein Minus davor steht, dann bedeutet das, dass das Ganze nach links geht. Und wenn ich da das Minus wegmachen würde, dann wäre der Schatten 3 Pixel nach rechts gerückt. Und hier in der Mitte ist es genauso, nur dass es nach oben ist, wenn Minus davor ist, und wenn kein Minus davor ist, geht es nach unten. Ich zeige euch das Ganze mal, denn den müssen wir einfach nur das hier kopieren und fügen es dann bei Option unter Allgemein bei CSS ein. Das wäre hier diese Funktion, ich füge das hier ein. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum hier keine H5 und H6 Überschrift mit drin ist. Umso weiter man runtergeht, umso kleiner werden die Überschriften. Und irgendwann würde man den Schatten nicht mehr erkennen, wenn die Schrift zu klein ist. Ich aktualisiere das Ganze mal. Und wenn wir jetzt zur H4 runtergehen, dann seht ihr, dass das Ganze schon ein bisschen verschwommen aussieht und man das nicht so gut erkennen kann. Deswegen würde ich euch empfehlen, entweder es extrem zu reduzieren, dass das Ganze wirklich nur ein Pixel oder sowas verrutscht ist. Und vielleicht 2 Pixel in der Größe bei der H4. Oder dass das Ganze dann ganz weg ist. Wenn ich mal wieder aktualisiere, dann könnte man es so lassen. So ist es auf jeden Fall noch angenehm zu lesen. Und bei den höheren Überschriften ist das kein Problem, weil da erkennt man es wirklich ziemlich gut. Und da sieht es auch gut aus. Und ihr könnt da wirklich dann die H5 und H6 auch noch mit hinzufügen. Indem ihr einfach hier das mit einfügt und dann hier H5 und H6 reinmacht. Viel mehr Überschriften gibt es nicht. Damit werden alle abgedeckt und dann einfach da auch wieder die Werte ändert, beziehungsweise da solltet ihr das Ganze dann schon auf ziemlich geringe Sachen zurückschrauben. Im letzten Feld gibt man die Farbe an, in dem Fall wird es jetzt schwarz, die 3 Nuller. Wenn ihr andere Schriftfarbe haben wollt, kopiert ihr einfach einen Farbcode. Dazu googelt ihr einfach HTML-Farbcodes oder Hex-Farbcodes und fügt die dann hier ein. Dann drücke ich auf Update. Dann aktualisiere ich wiederum und jetzt seht ihr, dass da eine andere Überschriften- bzw. Schattenfarbe ist. Ich habe euch da unten in der Videobeschreibung noch was verlinkt, da könnt ihr auch noch drauf schauen. Hier seht ihr auf jeden Fall noch einiges über Schatten mit den ganzen Werten, was für ein Wert was entspricht. Die Funktion werde ich euch gleich erklären, aber das muss ich euch bei einer anderen Sache erklären. Jetzt machen wir erstmal mit den Buttons weiter. Das, wo hier aktuell drin ist, lösche ich mal und dann sehen wir uns das Ganze erstmal an, wie es standardmäßig im Theme aussieht. Jetzt ist der Schatten weg und es ändert sich nur die Farbe, wenn ich mit der Maus drüber fahre und hier unten auch. Wenn ich jetzt aber mir was rauskopiere von hier oben, zum Beispiel ich nehme den Details-Button, den möchte ich ansprechen, dann kopiere ich mir das mit raus. Dann füge ich das unten hier ein und das da oben ist nur die Notiz für mich, dass ihr wisst, okay, ab hier unten beginnen die Buttons, also das müsst ihr nicht mit hinzufügen. Das zweite, wo ich mir rauskopiere, wäre das Box-Shadow. Das kopiere ich mir einfach und füge das dann da dahinter ein. Wichtig ist, dass die beiden Klammern mit dazukommen. Und hier fügt man einfach ein, wieder in was für eine Richtung das wie viel Pixel verrückt sein soll. Dann drücke ich auf Update. Und dann schaue ich hier runter und dann seht ihr, dass hier auf jeden Fall schon Schatten ist. Und so kann man das Ganze natürlich designen. Wenn ihr jetzt nur den Schatten nach unten haben wollt, dann lasst ihr den anderen Wert weg. Also in dem Fall wäre es dann dieser Wert, den ihr weglasst. Den setzt man auf 0. Beziehungsweise den ersten Wert setzt man auf 0 und den setzt man zum Beispiel auf 2 oder 3 Pixel. Und dann wäre der Schatten nur nach unten gerichtet. Und jetzt ist der Schatten nur unten und so kann man das Ganze natürlich auch designen.
Ich werde den Schatten jetzt noch ein bisschen größer stellen, dass ihr dann noch ein größeres Ergebnis seht. Und jetzt füge ich noch eine Funktion mit hinzu, nämlich die Inset. Und jetzt ist der Schatten nicht mehr außerhalb von den Ganzen, sondern der Schatten ist nach innen gekehrt. Und dazu sollte ich vielleicht die Schattenfarbe gleich ändern, sonst sieht man das nicht. Ich probiere mal, ob man es sieht. Ich aktualisiere. Und jetzt seht ihr, dass der Schatten weg ist, beziehungsweise der ist hier oben, erkennt man nicht so gut. Wenn ich mal die Farbe ändere, sollte es vielleicht besser gehen. Und jetzt seht ihr, dass ein weißer Schatten innen drin ist. Und so kann man es natürlich auch machen. Bei der Hintergrundfarbe passt das jetzt nicht so, aber theoretisch wird es so funktionieren, dass der Schatten dann innen drin ist. Es gibt noch eine Funktion, nämlich, dass man den Schatten erst hervorruft, wenn Hover-Effekt ist. Also wenn ich mit der Maus über den Button zeige. Ich tue das Ganze wieder zurücksetzen und kopiere mir die Funktion von hier oben und füge sie einfach darunter wieder ein und tue hier was ergänzen, nämlich einen Doppelpunkt. Ein Doppelpunkt und füge dahinter Hover ein. Und das Ganze ist hier wirklich nochmal beschrieben, also wenn du mit der Maus drüber fährst, dass dann was aufgerufen werden soll und hier oben die einzelnen Buttons. Also ihr könnt das nicht nur mit den Details-Button machen, sondern wenn ihr den Buy-Button, den Kauf-Button nehmen wollt, müsst ihr einfach die .btn-buy-Klasse aufrufen und davor hinsetzen. Und jetzt muss ich hier noch was ändern, nämlich der Schatten, der soll ja erstmal ein bisschen größer sein und nicht auf weiß, weil da würde es man nicht sehen. Weil jetzt haben wir den Schatten ja wieder geändert, dass der nicht nach außen geht. Jetzt haben wir den Schatten ja geändert, dass er nicht nach innen geht, sondern außen ist. Und deswegen muss ich das ein bisschen abändern, dass man es auch sieht. Jetzt haben wir die Farbe natürlich schon geändert, aber mit dem Button ändert sich jetzt nichts. Weil die Werte sind ja gleich. Entweder ich kann hier eine andere Farbe einfügen, dass das sich dann rot färbt oder so. Oder ich tue die Größe oder Form verändern. In dem Fall würde ich jetzt einfach hier eine 3 eintragen und hier vielleicht eine 2. Und dann verändert sich da auf jeden Fall schon mal was, wenn ich auf Aktualisieren klicke. Und jetzt fahre ich mit der Maus drüber und der ganze Effekt, der verzieht sich. Und so kann man natürlich das Ganze bei Button machen. Wenn ich hier die Funktion wieder mit Inset mit dazu hinzufüge, muss ich das Ganze natürlich hier wieder mit der Farbe ändern, sonst wird man wieder nicht sehen wegen dem Hintergrund. Und das war's mit den Button-Funktionen. Wenn ich zwei Button gleichzeitig ansprechen möchte, zum Beispiel noch den Buy-Button gleichzeitig, mache ich hier einfach ein Komma, btn, den Punkt davor, minus Buy. Und jetzt könnte ich zum Beispiel gleich zwei Button auf einmal ansprechen, ohne dass ich die Funktion nochmal mit hinzufügen möchte. Ich aktualisiere wieder. Und jetzt der ganze Schatten auch hier, nur nicht die obere Funktion mit dem Hover-Effekt ist nicht bei den unteren Button. Dazu müsste ich das Ganze wieder bei den unteren Button wieder mit dem Komma hinzufügen. Und so funktioniert das Ganze natürlich. Hier muss ich, wenn ich das mache, auch wieder das Komma einfügen und dann wieder die Klasse aufrufen. Natürlich sollte es davor geschehen wegen dem Hover-Effekt. So kann man mehrere Buttons auf einmal ansprechen. Im letzten Video haben wir euch ja auch gezeigt, wie ihr die Button andersrum formen könnt und so. Wenn ihr die Funktion vom letzten Video mit drin habt, zum Beispiel wie mir die Buttons geändert haben, das setze ich mal hier rein, da wird wieder der Details-Button aufgerufen und dann haben wir hier zum Beispiel den Border-Radius und so, müsst ihr die Funktion von dem Schatten einfach nur dahinter setzen mit den Semikolon wieder und dahinter dann einfach die Funktion vom Schatten aufrufen. Und so könnt ihr das einfach mit ergänzen und darunter ist das Ganze dann im Hover-Effekt. Ich tue das mal aktualisieren, dann seht ihr, was sich verändert hat. Jetzt haben wir die Funktion vom letzten Video mit den Buttons, wie man die ändern kann und die Funktion von dem Video mit dem Hover-Effekt mit drin. In dem verändert sich hier noch nichts, ich muss den Wert noch höher schrauben, der sich hier verändern sollte. Den setze ich mal auf 4 Pixel, dass man da auch ordentlich was sieht und den Wert, den setze ich dann auch noch ein bisschen größer. Auf 2 zum Beispiel. Wichtig ist, dass dahinter ein PX ist, wenn ihr da eine Zahl über 0 eintragt. Ich drücke wieder auf Update. Und jetzt, wenn ich mit der Maus drüber fahre, verändert sich der Schatten. Und so könnt ihr die Funktionen gemeinsam nutzen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Probleme habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.